Stochastik, ja. Was ist Stochastik? Stochastik hat also was mit Zufall zu tun, Gesetzmäßigkeiten des Zufalls. Also wenn man sich das ansieht, ich habe das also auch als Student erstmal nicht geglaubt, wie kann man den Zufall in irgendwelche mathematischen Gesetze gießen? Das hört sich erstmal komisch an, die Lehre von den Gesetzmäßigkeiten des Zufalls. Wir werden sehen, was das ist. Das Wort kommt aus dem Griechischen. Sie sehen hier ein Stochos, das Ziel, die Mutmaßung. Ein Stochastikos ist einer, der scharfsinnig ist im Vermuten, der kann vielleicht gute Prognosen machen, also unter Unsicherheit gute Entscheidungen treffen. Ganz allgemein gesprochen. Wenn es keine Unsicherheit gäbe, wenn Daten nicht variieren würden, wenn irgendwas deterministisch wäre komplett, dann wäre ich arbeitslos. Oder ich müsste in der Mathematik mich mit irgendwas anderem beschäftigen. Stochazomai, das ist das Verb dazu, etwas erraten, erkennen, beurteilen. So, die Stochastik besteht ganz grob gesprochen aus der Wahrscheinlichkeitstheorie. Das ist reine Theorie mit Axiomen, also wie Algebra, Zahlentheorie, Geometrie, Analysis, die Wahrscheinlichkeitstheorie. Die kann völlig losgelöst von irgendwelchen Anwendungen aufgrund von Axiomen dann Sätze aufstellen und die beweisen. Wir werden uns mit Wahrscheinlichkeitstheorie auch beschäftigen. Diejenigen, die das dann im vierten Semester weitermachen, dann wird das dann richtig gemacht. Also ich lese dann auch im nächsten Semester, im vierten, die Wahrscheinlichkeitstheorie. Aber das müssen Sie nicht machen. Sie können auch die Markov-Ketten machen, das wissen Sie. Wir haben so ein Y-Modell, wo Sie dann verzweigen dürfen. Die Statistik ist der zweite Teil. Die besteht, grob gesprochen, einmal aus der beschreibenden oder deskriptiven Statistik. Die beschreibt Daten, aber möchte aufgrund über die Daten hinaus keine Schlussfolgerungen ziehen. Das möchte aber die sogenannte induktive oder schließende Statistik. Das heißt, wenn dort Sie Daten haben, vielleicht eine interessante Fragestellung, es könnte vielleicht sein, dass Sie zwei Gruppen haben von vielleicht Patienten, die einen bekommen Placebo, die anderen bekommen vielleicht ein echtes Medikament. Hinterher stellt man Unterschiede fest, sind die signifikant? Ist wirklich der Heilerfolg in irgendeiner Weise bedeutungsvoll oder ist das wirklich nur rein zufällig? Das sind dann Fragen. Das heißt, man möchte über seine Gruppen von Patienten hinaus allgemeinere Schlüsse ziehen. Das geht nur mit mathematischen Modellen. Das ist der Unterschied zur rein beschreibenden Statistik. Also die deskriptive Statistik, das ist also dieses erste Kapitel. Da sind einige Begriffe, die entbehren jeder mathematischen Strenge. Das sollten Sie gleich ganz klar sehen. Aber es sind einfach Begriffe, wenn man irgendwo vielleicht mal statistisch tätig sein wird oder auch in der Zeitung mal was liest, da kommen solche Begriffe manchmal vor und man sollte da mitreden können. Es hat auch was zu tun mit dem mündigen Bürger und der mündigen Bürgerin. Also was assoziiert man im Allgemeinen mit dem Wort Statistik? Statistik kommt vom Italienischen, Statista, ist ein Staatsmann, es hat auch was mit dem Staatswesen zu tun. Nicht umsonst gibt es ein statistisches Bundesamt in Wiesbaden und es gibt statistische Landesämter. Da werden alle möglichen Daten erhoben. Wirtschaftlicher Art, soziologischer Art, alles Mögliche. Man kann auch ins Internet gehen und ich glaube De Statis heißt die Adresse und dort mal sehen, was kann ich da alles finden. Also, daher kommt es. Man assoziiert im Allgemeinen sowas wie zum Beispiel Arbeitslosenstatistiken. Jeden Monat Bundesanstalt für Arbeit. Wie hat sich das entwickelt? Oder Insolvenzstatistiken oder Krebsstatistiken. Es gibt einen Krebsatlas für ganz Deutschland, für gewisse Krebsarten, die Risiken, wie immer die definiert sind. In Heidelberg wird da viel geforscht. Einkommensstatistiken, ich könnte noch weiteres nennen, Kriminalitätsstatistiken, ähnliches mehr und so weiter und so weiter. Was ist da gemeinsam? Nun, gemeinsam sind aufbereitete Daten in irgendeiner Weise, wir werden sehen, was aufbereiten heißt, so dass man es präsentieren kann, zum Beispiel, aus allen möglichen Bereichen des täglichen Lebens. Das assoziiert man oft mit Statistiken. Der Ursprung der beschreibenden Statistik, da können Sie auch im Internet mal nachlesen, es gibt einmal die sogenannte Universitätsstatistik, betrieben von Hermann Conring, der war da der Protagonist, die Wissenschaft und Lehre von den Staatsmerkwürdigkeiten, das war so 17. bis 18. Jahrhundert, was ich jetzt mache, Staatskunde, da gab es einen Gottfried Achenwall, beides waren Professoren. Politische Arithmetik, das war im Wesentlichen, kam das aus England.
John Grant und William Petty. Es gab die amtliche Statistik übrigens schon im Altertum. Schon in der Bibel wurde gezählt, König Herodes. Vielleicht hat das mal einer kennengelernt. Da gab es schon Volkszählung. Oder noch viel früher in Ägypten beim Pyramidenbau. Die mussten genau Bescheid wissen. Das heißt, also auch die Pharaonen wollten über ihr Staatswesen einfach Bescheid wissen. Die amtliche Statistik. Und heute ist das in Deutschland eben Statistisches Bundesamt. Die grobe Einteilung der Statistik ist eben die beschreibende und diese schließende Statistik. Ich wiederhole mich. Und Folgendes sollte man beachten. Die schließende Statistik verwendet immer Modelle der Wahrscheinlichkeitstheorie. Nur unter wahrscheinlichkeitstheoretischen Modellen kann ich über die eigentlichen Daten hinaus, die ich habe, dann versuchen, mehr zu schließen. Mit allen Fehlermöglichkeiten. Ich will Ihnen mal ein ganz einfaches Beispiel nennen. Das kennen Sie alle aus der Schule. Ich nehme eine Münze, erhitze sie stark, sodass ich sie verbiegen kann, verbiege sie. So, sie hat zwei Möglichkeiten. Sie kann Kopf oder Zahl zeigen und die Wahrscheinlichkeit für Kopf wird nicht mehr 1/2 sein. Wir wissen nicht, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist. Die Münze ist verbogen worden. So, ich gebe Ihnen die Münze und ich gebe Ihnen eine Stunde Zeit. Am Ende will ich eine Antwort haben, wie groß die Wahrscheinlichkeit für Kopf ist. So, das Einzige, was Sie machen können, ist die Münze ganz oft werfen in der einen Stunde. Dann beobachten Sie hinterher eine relative Häufigkeit für das Auftreten von Kopf. Dann werden Sie diese relative Häufigkeit als Schätzwert nehmen für die unbekannte Wahrscheinlichkeit. Die Wahrscheinlichkeit ist ein mathematisches Objekt. Die Frage ist natürlich, ja, wie genau sind Sie am wahren Wert? Das ist eine ganz elementare Frage der schließenden Statistik. Also allgemeiner könnte man sagen, ich habe ein Experiment mit zwei Ausgängen. Das kann ich immer unter gleichen Bedingungen in unabhängiger Folge wiederholen. Mich interessiert eben die Wahrscheinlichkeit für einen der beiden Ausgänge. Das ist ein ganz, ganz einfaches Problem aus der schließenden Statistik. So, diese entstand als sogenannte mathematische Statistik circa 1900. Da gab es eine bahnbrechende Arbeit von Carl Pearson über den sogenannten Chi-Quadrat-Test, der heute unter anderem routinemäßig von Finanzämtern angewendet wird, um Steuersünder und Sünderinnen aufzuspüren. Chi-Quadrat-Test. Damit entstand die mathematische Statistik. Prämierte Arbeit. Das Jahr 2013 wurde als internationales Jahr der Statistik ausgerufen, weil die Statistik mittlerweile alle Lebensbereiche durchdringt. Wenn Sie da ein bisschen was nachlesen wollen, da erschien ein Artikel in den Mitteilungen der Deutschen Mathematikervereinigung, Band 21. Sie sehen dort die Daten. Sie finden das auf meiner Homepage. Den habe ich zusammen mit Bono Ebner verfasst. Kann man ein bisschen lesen, auch über die Historie und über die Probleme und die Fragen der Statistik heute. Kurzer Abriss. So, jetzt kommt's. Also ich werde jetzt einige Begriffsbildungen, dürfen Sie nicht an mathematische Definitionen denken. Das ist jetzt vergleichsweise schwammig. Aber es wird hinterher wirklich konkreter. Ne? Definition, Satz, Beweis gibt es hier auch. Untersuchungseinheiten und Merkmale. Also statistische Untersuchungen, das kann alles Mögliche sein. Das können Experimente im Labor sein, das können Meinungsumfragen sein, das können Verkehrszählungen sein, alles Mögliche. Breit gefasst. Was wird da gemacht? Man sagt manchmal auch eine Erhebung. Man hat geeignet ausgewählte Untersuchungseinheiten, Beobachtungseinheiten, sagt man auch manchmal Versuchseinheiten. So eine Untersuchungseinheit könnte sein ein Vier-Personen-Haushalt. Und was interessieren könnte, wäre zum Beispiel der jährliche Stromverbrauch. Das wäre sozusagen ein Merkmal, was einen interessieren könnte. Ein anderes Merkmal könnte sein vielleicht die Gesamtwohnfläche in Quadratmetern, die dieser Familie zur Verfügung steht. Das heißt, an einer Untersuchungseinheit kann man vielleicht nicht nur die Werte von einem Merkmal, sondern auch von mehreren Merkmalen feststellen. Also das heißt, man stellt die Werte eines oder mehrerer Merkmale fest. Merkmal wird später bei uns modelliert mathematisch als Zufallsvariable. Das sage ich schon mal vorab. Also lassen Sie das einfach mal ganz locker auf sich wirken. Das ist also hier. Ein Merkmal ist eben eine zu untersuchende Größe. Die Beobachtungseinheit könnte eine Person sein. Wenn Sie vielleicht eine Grunduntersuchung haben beim Arzt, könnte der erstmal Körpergröße und Gewicht feststellen. Das wären schon zwei Merkmale an einer Person. Dann misst er vielleicht noch Blutdruck. Drittes Merkmal. Blutdruck hat sogar noch zwei Werte, oberer, unterer Wert. Wieder zwei Merkmale.
Das sind so Merkmale an Untersuchungseinheiten. Werte, die angenommen werden können von Merkmal, die nennt man auch Merkmalsausprägungen. Merkmal hat die und die Ausprägungen. Das ist nur eine Begriffsbildung. Beispiele. Untersuchungseinheit, sehen Sie Merkmalausprägung. Die Untersuchungseinheit könnte vielleicht ein Baum sein, dass man sich einen Überblick beschafft in einem Wald, wie ist der Baumbestand. Das könnte dort das Merkmal, die Baumart sein. Also so ein Merkmal nennt man ein qualitatives Merkmal. Es dreht sich jetzt um die Namen der Bäume, zum Beispiel Eiche, Buche und so weiter. Das können Sie jetzt mit reellen Zahlen kodieren in irgendeiner Weise, aber dann wäre das rein willkürlich. Sie sagen, Eiche wäre 1, Buche wäre 2 und so weiter. Also das Merkmal ist rein qualitativ, ohne irgendeine Wertung. Okay, Baumart. Baum könnte ein zweites Merkmal interessant sein, vielleicht die Schadstufe. Also wie stark befallen ist der Baum? Hängt vielleicht von der Baumart ab. So, hier gibt es auch ein qualitatives Merkmal. Da wird gar nicht ganz genau gemessen, sondern es gibt Abstufungen, die heißen 0, 1, 2, 3, 4. Und da gehen Experten hin. 0 ist kein Befall, 4 ist der stärkste Befall. Jetzt kann man nur hoffen, dass die einigermaßen objektiv, dass eben ein anderer Experte genauso einsortiert. Sie sehen, das ist sozusagen auch ein recht grob klassifiziertes Merkmal, aber es ist eine Rangfolge. 0, kein Befall, 1 ein bisschen, 2 mehr, 3 noch mehr und 4 ganz stark. Die Zeugnisnote wäre von der gleichen Bauart. Ordinales Merkmal nennt man das. Beim Neugeborenen, da wird die Größe festgestellt. Die werden dann langgezogen und dann misst man auf einen halben Zentimeter genau. Das wäre eine Ausprägung. Sowas ist ein quantitatives Merkmal. Theoretisch würde man sagen, bei der Größe, theoretisch kann sowas jeden Wert in einem Intervall annehmen. Nur ich habe immer eine beschränkte Messgenauigkeit. De facto ist es was Diskretes, isolierte Zahlenwerte. Aber eigentlich, theoretisch könnte es jeden Wert in einem ganzen Intervall annehmen. Also das wären hier die Werte halbe Zentimeter. Arbeitslose Person, was immer das ist, wird unterschiedlich definiert in unterschiedlichen Ländern. Schulabschluss. Na, Sie sehen auch, das ist so ein typisches ordinales Merkmal. Das heißt, hier könnte man sagen, okay, keiner Sonderschule, Hauptschule, das steigt irgendwie an, es wird irgendwie besser. Aber trotzdem ist dann die Frage, natürlich gibt es noch mehr dann heutzutage. Das ist auch, es sind endlich viele Möglichkeiten. Aber es ist anders als die Baumart, sondern hier würde man schon sagen, man möchte jetzt vielleicht irgendwelche Gewohnheiten sozialer Art in irgendeiner Weise korrelieren mit dem Schulabschluss. Hängt irgendwas vom Schulabschluss ab? Und je länger ich zur Schule gegangen bin, vielleicht ist irgendwas dann damit korreliert. Das heißt, bei diesem Merkmal ist auch so, man hat zwar Namen in dem Fall wie Eiche, Buche, aber hier steckt ein bisschen mehr dahinter, hier steckt eine Rangfolge dahinter. Sollte man sich einfach nur klar machen. Vollzeiterwerbstätige Person, hier könnte das Bruttoeinkommen eine Rolle spielen, vielleicht auf ganze Euro gerundet. Auch hier beim Einkommen ist es so, natürlich ist das was Diskretes, bis auf einen Cent genau, wenn ich das feststellen kann. Die Frage ist, wie soll ich das später modellieren? Manchmal ist es vom Modellieren her, wenn das Merkmal sehr fein ist, dass man es trotzdem dann in der Theorie als etwas annimmt, was theoretisch jeden Wert in einem gewissen Intervall annehmen kann. Das ist dann die Frage auch der Zweckmäßigkeit. Manchmal kann ich durchaus ein feineres Modell nehmen, was dann einfacher zu handhaben ist mathematisch und trotzdem hinterher auch das rauskommt, was ich gern haben möchte. Eine gute Prognose vielleicht für irgendwas. Betonwürfel. Jetzt geht es in die Technik. Könnte die Druckfestigkeit sein in 0,1 Newton pro Quadratmillimeter. Hier einige Werte. Das sind also nur einige Beispiele. Und die Grobunterscheidung, gewisse Dinge haben wir eben schon gelernt, Grobunterscheidung sind quantitative Merkmale und qualitative Merkmale. Beim Quantitativen, dann misst man oder man zählt. Bei den Qualitativen, denken Sie dort an Eiche, Buche oder auch an den Schulabschluss, da ist insbesondere die Festlegung mit Zahlenwerten im Computer ziemlich willkürlich.
Also die quantitativen sind eben in natürlicher Weise zahlenmäßig erfassbar und die qualitativen in natürlicher Weise artmäßig, von der Art her erfassbar, diese Merkmale. Die quantitativen unterscheidet man eben noch in die diskreten. Das heißt, es sind isolierte Zahlenwerte. Denken Sie an zum Beispiel an Zählvorgänge auch. Sehr viele Merkmale nehmen nur nicht negative natürliche Zahlen als Werte an. Und sie haben stetige Merkmale, bei denen ist es so, prinzipiell ist jeder Wert in einem ganzen Intervall möglich. Dann nennt man das ein stetiges Merkmal. Also typischerweise Temperatur wäre ein stetiges Merkmal, aber auch da wird natürlich diskretisiert. Wenn Sie sich vorstellen, allein wenn der Wetterbericht kommt, sollen die jetzt sagen, es wird 27,2 Grad warm? Allein schon von dieser Unsicherheit, von der Prognose, natürlich können Sie auf ein Zehntel Grad normalerweise mit Thermometern messen. Und manchmal kann man noch genauer messen, insbesondere wenn es dann darauf ankommt, wenn es vielleicht Richtung absoluten Nullpunkt geht. Also eigentlich ist es ein stetiges Merkmal, aber de facto wird dann oft diskretisiert, mehr oder weniger stark. Bei den qualitativen Merkmalen gibt es eben die nominale, sehen Sie ganz oben die Baumart, also eine Klassifizierung nach rein qualitativen Gesichtspunkten. Und es geht eben die ordinalen, denken Sie an die Chartstufe, denken Sie an den Schulabschluss, denken Sie an die Noten, die Notenskala, die weisen eine gewisse Rangfolge auf. Also wenn man es dann schon, so ein Merkmal, im Computer mit Zahlen in irgendeiner Weise kodieren will, dann muss man schon sagen, nach höheren Rängen hin will ich da auch zu höheren Zahlen übergehen. Oder bei der Schulnote ist es gerade andersrum. Die höchste Zahl 6 ist sozusagen das schlechteste. In anderen Ländern ist es wieder anders. In Frankreich, die zählen dann hoch bis 20. 20 ist das Beste. Okay? Das Ganze kontrastiert natürlich jetzt ein bisschen mit allem, was Sie vorher gehabt haben im ersten Studienjahr. Also ich hoffe nicht, dass ich Sie langweile. Das möchte ich natürlich nicht tun. Okay, gut. Zwei weitere Begriffe. Der Begriff Stichprobe übrigens kommt aus dem Hüttenwesen, also Stahlverarbeitung. Da wird die Schmelze im Hochofen angestochen und rausgeholt und überprüft. Daher kommt der Name Stichprobe. Grundgesamtheit und Stichprobe. Die Grundgesamtheit, man sagt auch manchmal Population, im Englischen Population. Ich werde übrigens im Laufe der Vorlesung ab und zu kurze englische Zusammenfassungen geben des Stoffs der Stunde davor. Werde ich schon gleich ankündigen. Das liegt ganz einfach daran, Sie werden sicherlich nicht nur vielleicht schon in der Bachelorarbeit mit englischsprachiger Literatur konfrontiert werden, sondern im Masterbereich sind manche Vorlesungen nur noch auf Englisch. Das sollten Sie wissen. Okay. Unter anderem eine Vorlesung in der Stochastik, die heißt Asymptotic Stochastics. Die wird jedes Wintersemester gelesen. Das ist aber eine Mastervorlesung. Also die Menge der Untersuchungseinheiten, über die man Aussagen machen will, hinsichtlich vielleicht eines Merkmales oder mehrerer Merkmale, das ist die Grundgesamtheit. Diese Grundgesamtheit, ich sage mal kurz GG, ist die Menge aller denkbaren Untersuchungseinheiten. Die ist unter Umständen vielleicht nur fiktiv. Stellen Sie sich vor, irgendeine Firma stellt ein Düngemittel her für das Wachstum einer ganz bestimmten Pflanze. So, die denken natürlich nicht nur an die Pflanzen, die sie jetzt im Labor haben und unter gewissen Bedingungen düngen, mehr oder weniger stark, um auch das Optimale in irgendeiner Weise herauszufinden. Die denken natürlich auch an die Pflanzen, die vielleicht erst in 5 Jahren irgendwo wachsen. Das heißt, diese Grundgesamtheit sind eben denkbare Pflanzen, auch zukünftige von der gleichen Sorte. Manchmal kann natürlich eine Aussage gemacht werden über eine ganz endliche Grundgesamtheit. Denken Sie mal an sowas wie Volkszählungen, die ganz selten stattfinden. Das wäre sozusagen, das wäre die Grundgesamtheit, aber eine sogenannte Totalerhebung, dass alle in irgendeiner Weise Fragebögen ausfüllen müssen, das wird schon seit längerer Zeit nicht mehr gemacht, aus verschiedenen Gründen. Erstens wird das immer weniger akzeptiert von der Bevölkerung. Und zweitens gibt es so gute Stichprobenverfahren, dass also selbst wenn man nur jeden Hundertsten oder jeden Tausendsten befragt, man sehr gute Ergebnisse bekommt über die gesamte Grundgesamtheit. Das sind dann Stichprobenverfahren. So, die Festlegung ist nicht immer einfach. Zum Beispiel könnte man die Frage stellen, was ist ein Arbeitsloser?
Ich wiederhole mich, in anderen Ländern ist es anders definiert als in Deutschland, was das überhaupt ist. Stichprobe, den Namen habe ich erklärt, wo er herkommt. Was ist das? Eine zufällig gewonnene endliche Teilmenge aus einer Grundgesamtheit. Okay, zufällig gewonnen heißt, irgendwie muss man an die Leute kommen. Hat die Teilmenge n Elemente, dann spricht man auch von einer Stichprobe vom Umfang n. Also Umfang ist hier ein Begriff, Umfang einer Stichprobe. Folgendes noch, seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Begriff hören, repräsentative Stichprobe. Die suggestive Kraft dieser Begriffsbildung steht manchmal in keinem Verhältnis zur inhaltlichen Lehre, die sich dahinter verbirgt. Es hört sich toll an, eine repräsentative Stichprobe. Wenn Sie zum Beispiel mal ZDF Politbarometer gucken, ohne dass ich jetzt Werbung mache für irgendeinen Sender, dann fußt das, was dort vorgestellt wird, auf den Antworten von ungefähr 1250 zufällig herausgegriffenen, und zwar ist das telefonisch, Telefonbefragung in ganz Deutschland. Also Sie müssen sich vorstellen, wer ist telefonisch erreichbar wann? Darüber muss man sich gute Gedanken machen, wenn man in einem Haushalt anruft. Diejenigen, die gar kein Telefon haben, ich weiß nicht, wie groß der Prozentsatz ist, die werden gar nicht erfasst. Also Sie sollten einfach nur sensibel sein für das Wort repräsentative Stichprobe. Okay. So, im Folgenden haben wir so eine Stichprobe. Das müssen nicht unbedingt reelle Zahlen sein. Ich sage gleich, es könnten jetzt zum Beispiel Baumarten sein. X1 könnte stehen für Buche, X2 für Eiche. Okay. Eine Schreibweise, Sie sehen dort eine fette 1 und dann sehen Sie in Mengenklammern so ein E. Das E steht hier für eine Aussage. Da kommt 1 raus, beziehungsweise 0, falls die Aussage, die in der Mengenklammer steht, zutrifft oder nicht. Also ist der Indikator, der zeigt an, ob die Aussage zutrifft oder nicht. Ist manchmal sehr bequem. Wir werden später auch das für Mengen dann haben. Das heißt, wir werden später sehen, ist ein Element in einer Menge oder nicht. Wenn es drin ist, dann gibt der Indikator den Wert 1 aus und ansonsten den Wert 0. So. Empirische Häufigkeitsverteilung. Was ist damit gemeint? Stab- und Kreisdiagramm. Wenn das Merkmal endlich viele Ausprägungen hat, sagen wir A1 bis AS seien die Ausprägungen, dann kann ich mir ansehen, wie oft kommen die einzelnen Ausprägungen in der Stichprobe vor. Das heißt, ich kann die absoluten Häufigkeiten bilden. Zum Beispiel, ich nehme das mal HJ, das sei die Anzahl der Male. Sie sehen, ich summiere über alle I von 1 bis N und zähle, wenn XI den Wert AJ annimmt. Das heißt, ich zähle, wie viele Stichprobenelemente den Wert AJ annehmen. Die absolute Häufigkeit. Wie oft kommt Eiche vor unter den N-Bäumen? Wie oft kommt Buche vor? Natürlich müssen sich, das kann ich machen für jedes J von 1 bis S, die Werte müssen sich zur Gesamtanzahl, zum Umfang der Stichprobe aufaddieren. Das ist also hier die notwendige Prüfung, sozusagen die Probe, würde man sagen. Das nicht tun, ist irgendwas falsch gelaufen. Ich kann natürlich relative Häufigkeiten bilden. Ich kann das Ganze durch N teilen. Ich nenne die mal RJ für relative Häufigkeiten. Das ist das gleiche wie oben nur durch N. Die relativen Häufigkeiten kann ich jetzt so beschreiben, wieder mit diesen Indikatoren. Die summieren sich natürlich auf zu 1. Wenn Sie aber nur relative Häufigkeiten kennen und Sie kennen das N nicht, dann haben Sie oft entscheidende Informationen verloren. Also 7% von 10 sind natürlich 7. 7% von 10.000 sind 700. Je mehr Daten Sie haben, desto besser werden Prognosen, wenn die Datenbasis besser ist. Das ist also im Grunde trivial. So, das heißt, 7 aus 10, ne, wenn Sie nur hören 70% oder 0,7 relative Häufigkeiten, haben Sie Informationen verloren, wenn Sie das N nicht mehr kennen. Man gibt das Ganze auch als Prozentzahlen an. Also zum Beispiel 0,7 wären 70%. Prozentanteile. Okay. Hier sehen Sie zum Beispiel Stimmverteilung bei der letzten Bundestagswahl. Das ist hier eine Häufigkeitstabelle. Das sind die gültigen Zweitstimmen. Nur die gültigen Zweitstimmen, die werden hinterher gewertet. Und so sah das aus. Und man kann es grafisch darstellen, solche empirischen Häufigkeitsverteilungen, entweder als Stabdiagramme, man sagt manchmal auch Balkendiagramme, im Englischen ist das Bar Chart, oder Kreisdiagramme, Tortendiagramme, im Englischen sagt man Pie-Chart, also Tortendiagramm. Und ein Stabdiagramm, da stellt man entweder die absoluten Häufigkeiten nach oben dar, auf der
ordinalen Achse, auf der senkrechten Achse oder die relativen, muss dann immer dran stehen, als Funktion der Merkmalsausprägungen. Und beim Kreisdiagramm ist eben das Darstellungsmittel eine Sektorfläche. Das heißt, hier sind letztlich die Größe, die Flächen oder auch die Winkel, was gleichbedeutend ist, sind proportional zu den Häufigkeiten oder zu den relativen Häufigkeiten. Das ist also hier beim Kreisdiagramm der Fall. Kennen Sie alles. Ist jetzt also Mittelstufe. So sieht das aus bei der Bundestagswahl und Sie sehen das Ganze nochmal als Tortendiagramm. Okay? Also das sollte kein großes Problem sein. Histogramme. Jetzt kommt vielleicht was Neues. Es kann sein, dass Sie ganz viele Werte haben. Quantitatives Merkmal, vielleicht stetiges Merkmal. Sie haben 1000 Werte. Wenn Sie die 1000 Werte alle sehen würden auf einem oder mehreren Blättern Papier, wäre das ein Zahlenfriedhof. Sie würden nichts erkennen. Wie bereitet man das auf? Was sind wesentliche Informationen? Hier gibt es die Möglichkeit des Histogramms. Also Ausgangssituation ist, ich möchte eine übersichtliche Darstellung haben, großer Datenmengen, N ist hier groß, bei stetigem oder diskretem Merkmal. Hier dreht es sich um reelle Zahlen. Reelle Zahlen kann ich sortieren, das wird gleich wichtig sein. Viele Ausprägungen. So, das Darstellungsmittel ist eine Klasseneinteilung. Das heißt, ich mache Folgendes, ich teile die reelle Achse ein in endlich viele Intervalle, die disjunkt sind, derart, dass jede Beobachtung, jedes Element der Stichprobe in genau eines der Intervalle fällt. Also disjunkt heißt natürlich, kann dann nur in genau eines fallen. Das ist das hier, die Vorgehensweise. So, die Klassen sind halboffene Intervalle. Ich könnte das auch andersrum halboffen machen. Das Entscheidende ist, die stoßen dann aneinander und es muss einfach klar sein, eindeutig, in welches Intervall eine Beobachtung fällt. Deshalb halboffen. Das nächste Intervall, was rechts anstößt, hat eben den linken Wert B, aber mit der abgeschlossenen Klammer. Aus dem Grund ist das halboffen. So, wenn ich S-Klassen habe, das seien also hier S-Intervalle, das Entscheidende ist, alle Daten müssen in eins der Intervalle fallen. So, natürlich, die A's sind strikt sortiert, der Größe nach. Und das A1 ist kleiner gleich dem Minimum. Das bedeutet, alle Beobachtungen sind mindestens gleich A1. Also keine Beobachtung ist kleiner als A1, dann würde sie nämlich in keine Klasse fallen. Und das Maximum aller Werte, die ich habe, ist kleiner als AS plus 1. Wenn das nicht der Fall wäre, würde es wieder mindestens eine Beobachtung geben, ein XJ, was nicht in eine dieser Klassen fällt. So, die Vorgehensweise ist die, bilde über dieser Grundseite auf der X-Achse, welche dann dieses Intervall haben, ein Rechteck. Es kommt nur noch auf die Höhe des Rechtecks an, denn die Grundseite habe ich. Die Fläche des Rechtecks soll gleich der zugehörigen relativen Klassenhäufigkeit sein. Ich nenne die relative Klassenhäufigkeit mal KJ. Und KJ ist nichts anderes als 1 durch n, relative Häufigkeit. Jetzt gehe ich alle Daten durch, i von 1 bis n, jedes xi, und prüfe, liegt dieses xi in diesem Intervall. Also wieder die 1-Indikator. Es wird gezählt, ob diese Aussage zutrifft. Dann steht da eine 1, ansonsten eine 0. Das ist die relative Klassenhäufigkeit für dieses Intervall. So, das bedeutet, also die Höhe ist durch diese Gleichung bestimmt. Die Rechteckhöhe nennen Sie mal dj. Höhe mal Breite ist relative Klassenhäufigkeit. So, jetzt kann ich Ihnen mal zeigen, wie sowas aussehen könnte. 100 Werte. Die 100 Werte sehen so aus. Was immer das jetzt ist im Einzelnen. Ist schon ein ziemlicher Datenfriedhof. Stellen Sie sich vor, Sie haben 1000. Will ich irgendwie sichtbar machen. Gut. Also ich bilde mal 8 Klassen, grobe Faustregel. Die Zahl der Klassen in Bezug auf n, das s sollte größenordnungsmäßig Wurzel n sein. Wurzel aus 100 ist jetzt 10, also 8 bis 12 Klassen. Bei 10.000 Beobachtungen 100, irgendwie 90, 110 Klassen um den Dreh. Da gibt es sozusagen keine feste Formel. Es gibt mathematische Arbeiten durchaus, wo dann Annahmen gemacht werden und nur unter Annahmen kann ich dann irgendwas beweisen, was optimal ist. Ob die Annahmen erfüllt sind, interessiert manche Leute gar nicht. Aber also im Grunde kann man sagen, wir Mathematiker sind relativ dumm. Was machen wir? Wir stellen Axiome auf und dann stellen wir irgendeinen Satz auf und alles steckt ja in dem Satz. Also und dann beweisen wir ihn. Aber wir machen immer nur wenn, dann. Wenn, dann. Ohne Voraussetzung geht bei uns nichts. Ob das erfüllt ist, also alles, was Sie später im täglichen Leben haben, wo Sie vielleicht mal Mathematik auch anwenden können, ist komplizierter als das, was wir hier machen. Immer nur
Definition, Satz, Beweis. Okay. Also hier sind die Klassengrenzen. Sie sehen A1, A2, das erste Intervall hat die Länge 3. Der nächste Punkt ist 29,6. Sie erkennen, die Länge des nächsten Intervalls ist nur 2,6. Das bedeutet, Botschaft ist nur, die Intervalle müssen nicht gleich lang sein. So, jetzt gebe ich weitere Werte an, darauf kommt es jetzt gar nicht an. Das Entscheidende ist, das ist das Histogramm. Das wären hier, Sie sehen schon die Spannweite der Werte, so 24 bis 46. Und das wäre die erste Rechteckfläche. Das wäre, die Fläche ist der relative Anteil der Daten in diesem Intervall von 24 bis 27. Und so haben Sie weitere Flächen, so sieht das dann am Ende aus, so. Und die Gesamtfläche ist 1. Wir werden später mathematische Modelle haben für Zufallsvariablen, die stetig sind. Da werden wir sogenannte Dichtefunktionen betrachten. Das sind nicht negative Funktionen, derart, dass die Gesamtfläche zwischen der x-Achse und dem Graphen der Funktion 1 ist. Man könnte sich vorstellen, wenn ich immer mehr Daten habe und unter gleichen Bedingungen würde ich unabhängig den Zufall hier untersuchen und möchte gerne den Mechanismus, der dahinter steckt, feststellen. Und n ist jetzt 10.000 und 100.000, dann kann ich ein immer feineres Histogramm nehmen und dann könnte sich vielleicht diese wahre Dichte, so wird die Funktion dann heißen, rausschälen im Limes. Es gibt dicke Bücher über statistische Dichteschätzung. Und Histogramme sind nur eine Möglichkeit, um Dichten zu schätzen. Da steckt jetzt auch mathematisch was dahinter. Aber das ist jetzt erstmal hier rein deskriptiv. Stamm- und Blattdarstellung, das ist was Interessantes. Es kommen die Daten von eben vor. Nun, die Vorkommastellen, die wir dort hatten, zum Beispiel gab es da 24,7, die werden als Stamm vorsortiert und die Nachkommastellen trägt man als Blatt an. Das hört sich jetzt ziemlich ominös an. Das sieht so aus. 24, Sie sehen dort, das sind die Vorkommastellen. Und das, was hier unten aufgetragen wird, ist der Stamm. So, wenn Sie jetzt in die Liste gucken würden, dann würden Sie zum Beispiel sehen, nach rechts trage ich das Blatt auf, ein Wert, der vorkam, war 24,7. Ein anderer Wert, der vorkam, war 25,8. Und ein anderer Wert, der vorkam, war 25,1. Sie sehen, ich spare jetzt erstmal nur Vorkommastellen ein. Ein anderer Wert, der vorkam, 26,4, dann kam 26,1 vor, 27,4 und so weiter. Sie sehen, alle Werte, die vorkamen, stehen jetzt hier. Sie sehen auch durchaus eine Häufigkeitsverteilung, wenn Sie von links nach rechts gucken. Na, wenn Sie das drehen würden, gegen den Uhrzeigersinn um 90 Grad, hätten Sie die Darstellung eines Histogramms mit gleicher Klassenbreite von 1. Das ist die Stamm- und Blattdarstellung oder Stängel- und Blattdarstellung im Englischen Stem and Leaf Display. So heißt das. Sie sehen, n ist 100, die Einheit ist 1. Stellen Sie sich vor, da würde stehen, Einheit ist 10. Oh, dann ist das, was links steht, ist mit 10 zu multiplizieren. Das heißt, die erste Zahl oben ist nicht 24,7, sondern 247. So, das bedeutet, je nachdem, welche Einheit ich da antrage, das muss jetzt nicht 24,7 sein, das könnte auch 2,47 sein, dann würde ich sagen, Einheit ist 0,1. Sie haben Flexibilität bei der Stamm- und Blattdarstellung. So, Lagemaße. Dazu möchte ich kommen. Was ist ein Lagemaß? Gegeben ist so eine Stichprobe, alles reelle Zahlen. Und ein Lagemaßziel, ich möchte gerne eine Zahl L, die hängt von den x1 bis xn ab, wenn Sie so wollen, ist das eine Funktion, die definiert ist auf einer Teilmenge des r hoch n, eventuell der gesamte r hoch n, der sozusagen so einer Stichprobe den Werten x1 bis xn eine Zahl zuordnet. L von x1 bis xn. Was soll das sein? Die Zahl soll die grobe Lage der Stichprobe auf der Zahlengeraden kennzeichnen. Forderung an ein Lagemaß, eine Translationsäquivarianz, nicht Invarianz. So, was bedeutet das? Wenn Sie jeden Wert der Stichprobe um a verschieben, also Sie addieren a, a kann ja negativ sein, irgendeine reelle Zahl, und Sie haben dann das Lagemaß der so transformierten Stichprobe, dann soll das gleiche sein, als wenn Sie das Lagemaß der ursprünglichen nehmen und dann hinterher a addieren. Das ist die sogenannte Translationsäquivarianz. Invarianz würde natürlich bedeuten, es hängt gar nicht von a ab, kommt immer der gleiche Wert raus. Damit können Sie keine Lage beschreiben. Das wäre, und zwar soll das gelten für alle x1 bis xn und für alle a.
ist die Forderung an ein Lagemaß. Wir werden verschiedene Lagemaße kennenlernen. Das gebräuchlichste Lagemaß ist das arithmetische Mittel. Das arithmetische Mittel, ich nenne es, bezeichne es mit xn quer, da werden die Daten alle aufsummiert und das Ganze durch n geteilt. Also das hier ist das arithmetische Mittel. Kennen Sie, brauchen Sie nur zwei Grundrechenarten. Also wir nähern uns jetzt der Grundschule. Man nennt das auch den Mittelwert oder Durchschnitt von x1 bis xn. Es gibt andere Mittel, die vielleicht interessanter sind. Das geometrische Mittel, das harmonische Mittel, haben Sie vielleicht auch schon kennengelernt, aber das ist das ganz normale arithmetische Mittel. Physikalisch sofort deutbar als Schwerpunkt. Stellen Sie sich vor, die x-Achse hat kein Gewicht, aber jeder Datenpunkt aufgetragen hat die gleiche Masse, 1 durch n. Dann müssen Sie irgendwo den Finger unter der x-Achse halten, dass es im Gleichgewicht bleibt. Zu weit links heißt, es kippt rechts runter. Zu weit rechts heißt, es kippt links runter. So, stellen Sie sich vor, Sie haben nur zwei Werte, 0 und 2, gleiche Masse. Dann müssen Sie an der Stelle 1 den Finger drunter halten. Und dann bleibt alles im Gleichgewicht. Physikalischer Schwerpunkt. So, das bedeutet insbesondere, jeder Wert geht mit dem gleichen Gewicht ein. Und oft hat man in Daten sogenannte Ausreißer, falsch abgelesene Werte. Anstelle von 0,27 steht da 2,7. Eine ganz andere Größenordnung. So. Dieses arithmetische Mittel ist nicht robust gegenüber solchen Ausreißern. Ausreißer können im Prinzip die Werte total verfälschen. Das sollte man sehen. Das ist ein Nachteil. Ihr notiert. Das ist eine interessante Sache, die dieses arithmetische Mittel minimiert. Die Summe der quadratischen Abweichungen dieser x1 bis xn von einem Wert t als in Abhängigkeit von t. Sehen Sie einfach ein, wenn Sie das differenzieren und so weiter, sehen Sie sofort, für xn quer wird das minimal. Wir werden gleich ein anderes Lagemaß haben, bei dem was anderes rauskommt. Also weitere Lagemaße sind über die sogenannte geordnete Stichprobe definiert. Was meine ich damit? Dieses xj in runden Klammern sei der j-kleinste Wert in dieser Stichprobe. Also zum Beispiel x1, insbesondere in runden Klammern, ist der kleinste Wert. Also das Minimum. Das ist der größte Wert. Theoretisch können alle Werte gleich sein. Dann ist der kleinste gleich dem zweitkleinsten, gleich dem drittkleinsten und so weiter. Ist nicht ausgeschlossen. So, das bedeutet, das hier ist die sogenannte geordnete Stichprobe. Das heißt, Sie haben diese Beziehung, kleiner gleich Beziehung. Alle Werte kommen vor, aber jetzt habe ich kleiner gleich. Man nennt das die geordnete Stichprobe von x1 bis xn. Im Englischen sind es die order statistics, geordnete Stichprobe. Wenn Sie hier eine ursprüngliche Stichprobe haben, sehen dort, jetzt suchen Sie natürlich den kleinsten Wert, wenn man schnell das überschaut. Sie sehen, der kleinste Wert ist hier die 1,5. Da, das wäre der kleinste Wert. Ich sollte vielleicht was anderes nehmen hier. Die 1,5 ist der kleinste Wert. Und dann sieht man, den nächsten Wert ist 2,5. Dann erkennt man schon mal zwei Dreier, der gleiche Werte und so weiter. Das bedeutet, wenn ich jetzt eintrage, da haben Sie zunächst mal hier die 1,5, die 2,5, dann haben Sie die beiden Dreier. Da müsste, glaube ich, eine 4,5 kommen. Wenn Sie weitergehen, jetzt kommen, glaube ich, die Sechser. Zweimal der Wert 6, dann bleibt noch über, was haben wir da noch, eine 8,5 und dann noch eine 9. Und Sie sehen dort die 75. Das sollte vielleicht mal 7,5 sein, aber Übertragungsfehler. Sie sehen dort typischen Ausreißer in dieser Stichprobe. Jetzt kommt hier eine Definition, die wichtig ist. Der empirische Median oder der Zentralwert von x1 bis xn, der ist folgendermaßen definiert. Nun, die Idee ist ganz anschaulich, salopp gesprochen. Sie haben die sortierte Stichprobe auf der x-Achse. Sie möchten gern einen Schnitt durch die Stichprobe legen, dass 50% der Werte kleiner sind und 50% größer. Wo immer die dann liegen. Das ist die Idee. Das mache ich mit dem Median. Und zwar, Sie sehen x-Index 1,5. Wir werden das später noch verallgemeinern. Das ist so definiert. Es ist entweder das n plus 1 halbe kleinste der Stichprobe, wenn n ungerade ist. Und ansonsten, wenn n gerade ist, dann ist es das arithmetische Mittel der beiden mittelsten Werte. Das ist jetzt ein schlechtes deutsches Wort. In der Stichprobe, falls n gerade ist. Machen wir gleich ein Beispiel dazu. Der Median, ich könnte ihn auch als Hälftigkeitswert interpretieren. Wenn Sie sich die Definition genau ansehen, dann sehen Sie in der Konsequenz, mindestens 50% aller Werte, so wie es definiert ist, sind größer oder gleich diesem Wert.
und mindestens 50% aller Werte sind kleiner oder gleich diesem Wert. Bei 5 Werten, wir haben 5 verschiedene Werte, ist der Median der drittkleinste, genau in der Mitte. Wenn Sie den mitzählen und die beiden anderen, heißt das, mindestens 50%, nämlich 3 von 5, sind kleiner gleich. Und wenn Sie den wieder mitzählen, heißt es, mindestens 3 von 5 sind größer gleich. So, bei einer geraden Anzahl von Beobachtern, sagen wir 6 verschiedene Werte, dann haben Sie den kleinsten, nun haben Sie den größten, zweitkleinster, dann zweitgrößter und dann haben Sie in der Mitte die beiden, dritt- und viertkleinste. Und davon das arithmetische Mittel ist der Median nach Definition. Jetzt haben Sie natürlich, wenn die Werte alle verschieden sind, genau 50% links und genau 50% rechts davon. So ist die Bildung des Medians. Für die Daten der obigen Tabelle ist der Median, mal kurz mal zurückspringen, na, Sie sehen dort, haben Sie 10 Werte, n ist gerade, n ist 10, 10 halbe ist 5, 5 plus 1 ist 6, 5 kleinster Wert, 1, 2, 3, 4, 5 und 6 kleinster Wert, ich muss das Mittel von diesen beiden nehmen und das Mittel von den beiden ist 5,25. Das wäre der Median von dieser Stichprobe. Das heißt, da kommt das raus. So ist die Bildung. So, der Median, interessanterweise, der minimiert auch was. Der minimiert diese Funktion. Sie ordnen einem reellen T zu, die Summe aller absoluten Abweichungen, wenn man so will, aller Abstände von T zu den einzelnen xj. Hier steht jetzt nicht Quadrat, sondern Betrag. Das können Sie versuchen, mathematisch zu beweisen, aber Sie haben dadurch keine Einsicht. Die Einsicht, die liefert Ihnen vielleicht auch ein Indiz, wie Sie das beweisen können. Das ist hier die Abstandssumme als Funktion von t. Sehen Sie folgendermaßen. Stellen Sie vor, Sie nehmen hier einen Wert t1. So, die Funktion an dieser Stelle t1 heißt, naja, Sie haben 2 Abstände, den und den. Plus die Abstände hierhin, 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 hierhin und hierhin. Das heißt, die Funktion nimmt an der Stelle T1 diesen Wert an, Summe dieser Abstände. Also gehen Sie mal mit dem T1 ein bisschen weiter nach rechts. Jetzt haben wir einen Wert T2. Was ist jetzt die Abstandssumme? Was ist passiert vom Übergang zu T1 nach T2? Nun, 2 Abstände, die beiden sind größer geworden, um den gleichen Wert. Aber es sind 1, 2, 3, 4, 5 Abstände kleiner geworden, um den gleichen Wert. Die Funktion hat einen kleineren Wert angenommen. So, jetzt kann ich weiter nach rechts gehen mit dem T2. So, Sie sehen sofort, wo das Minimum angenommen wird. Das war die Minimaleigenschaft des Medians. So, hier muss ich weitergehen. Das heißt, hier vergrößere ich 2 Abstände, ich verkleinere 5. Wenn ich hier bin, ab hier vergrößere ich 3 Abstände, nämlich zu dem und zu dem Punkt. Aber ich habe immer noch 4, die kleiner werden. Das kann ich machen bis zu dem Punkt. Aber ab hier, wenn ich nach rechts gehe, vergrößere ich 4 Abstände, nur 3 werden kleiner. Sie sehen, das Minimum wird an dieser Stelle angenommen. So einfach ist das. Versuchen Sie mal als Aufgabe allgemein zu beweisen, für diesen Median wird es minimal. Ich glaube nicht, dass Sie dann noch eine höhere Einsicht bekommen. Es ist natürlich höchstens noch eine Einsicht in die Beweisführung. Wie Sie das hinschreiben, Sie müssen es ja hinschreiben, allgemein. So, hier steht noch, der Median ist robust gegenüber Ausreißern. Also wenn das hier in dieser Stichprobe ist, das der Median, jetzt stellen Sie sich vor, irgendein größerer Wert ist ein Ausreißer nach rechts, dann ändert sich nichts bei dem Median. Stellen Sie sich vor, irgendeiner der Werte, der links vom Median ist, wird ganz klein, geht gegen Minus unendlich. Es ändert sich nichts am Median. So, wenn jetzt irgendeiner der Werte links, ne, der geht jetzt vielleicht nach Plus unendlich, dann ist der neue Median der Wert. Aber schlimmer kann es nicht werden. Das heißt, ein falsch abgelesener Wert kann sozusagen die Stichprobe nicht völlig verzerren, im Sinne, dass vielleicht dann der Median mit gegen unendlich oder minus unendlich geht, wenn ein Wert von den n gegen plus oder minus unendlich geht. Das passiert beim Median nicht, beim arithmetischen Mittel ja. Insofern haben Sie hier was Robustes. Weitere Lagemaße. P-Quantil. Das P-Quantil ist eine direkte Verallgemeinerung vom Median, und zwar eine Zahl P zwischen 0 und 1. Und die Idee ist, wir sehen hier schon, XP ist einfach folgende, in Verallgemeinerung zu eben. Sie haben die sortierte Stichprobe auf der X-Achse.
stellen sich ganz viele Daten vor. Sie möchten jetzt einen Schnitt legen durch die Daten, derart, dass P mal 100% links davon liegen, sagen wir 20% links davon und 80% rechts davon. Oder 30% links und 70% rechts. Solche Schnitte möchten Sie machen. Und das liefern Ihnen diese empirischen P-Quantile. Also XP ist jetzt so definiert. Sie sehen die untere Gauss-Klammer. Dort n mal p plus 1, also allgemein Gauss-Klammer von einem y neben die größte ganze Zahl kleiner gleich. Manchmal nennt man das auch heute die Floor-Funktion, also der Boden. Ich weiß nicht, wie Sie das kennengelernt haben in den Grundvorlesungen. Falls das Produkt keine natürliche Zahl ist und ansonsten wieder ein arithmetisches Mittel. Das heißt, Sie sehen, wir gehen wieder in die sortierte Stichprobe. Das heißt empirisches P-Quantil von dieser Stichprobe x1 bis xn. Sie sehen dort die direkte Verallgemeinerung. Beim Median, also p gleich 1/2, würden Sie das bekommen, was wir eben hatten. Dabei ist das hier nochmal die untere Gauss-Klammer. Und auch hier ist die Interpretation die, nach Bildung mindestens p mal 100% aller xj sind kleiner oder gleich dem Wert. Ich muss ihn dann mit einschließen. Und mindestens 1 minus p in Klammern mal 100% aller Werte sind größer oder gleich diesem. Das können Sie dann auf jeden Fall sagen. Und die Botschaft, die ich eben vermitteln wollte mit diesem Schnitt, also das sollten Sie immer vor Augen haben, große Datenmengen. Und ich möchte gern Ihnen dort einen Schnitt machen in einem ganz bestimmten Verhältnis. In Bezug auf die kleiner Gleichbeziehung. Darauf kommt es ja. Okay. Also das wäre hier etwas suggestiv. Ne? Das heißt, dieses P-Quantil teilt die geordnete Stichprobe in diesem Verhältnis P zu 1 minus P auf. Also nochmal hier unser Beispiel von eben. Also zum Beispiel das untere, dieser Wert x 0,25, das 0,25-Quantil. Schauen wir oben rein, n ist 10, p ist 0,25, n mal p ist keine natürliche Zahl. Das heißt, wir müssen in die erste Zeile gehen der Definition. N ist 10, das heißt, das ist 2,5, plus 1 ist 3,5 und die Gauss-Klammer von 3,5 ist 3. Das heißt, wir brauchen das Drittkleinste. Das bedeutet, das kommt raus und das wäre 3,0. So wäre hier das Quantil. Und wichtig ist, für gewisse Werte gibt es spezielle Begriffsbildungen. Zum Beispiel, die hatten wir schon, p gleich 1/2 ist der empirische Median. Jetzt kommen zwei, das nächstwichtigste sind zwei Werte, einmal p gleich 0,25, das hatten wir eben. Das nennt man das sogenannte untere Quartil, nicht Quant, sondern Quartil, das untere Viertel, ein Viertel. Und für p gleich 0,75 nennt man das obere Quartil. Das heißt, mit dem unteren Quartil, wenn Sie das haben, spalten Sie nach links hin 25% der Daten ab, nach rechts haben Sie noch 75%. Beim oberen Quartil genau umgekehrt, nach oben nur noch 25%, nach unten 75%. Beim Median sind Sie genau in der Mitte. Auch das sind wichtige Werte, J durch 10, das können Sie machen für jedes J von 1 bis 9, das sind die sogenannten Dezile, das J-te Dezil. Also beim ersten Dezil würden Sie 10% nach links abspalten und 90% haben Sie nach rechts hin. Man findet sowas und Ähnliches bei sogenannten Somatogrammen. Sie haben alle Eltern gehabt, die waren wahrscheinlich mal zu Vorsorgeuntersuchungen mit Ihnen. Und dann hat der Arzt in irgendwelche Kurven was eingetragen. Und das hier konkret sind das Körper, sagen wir hier, Körpergrößen von Mädchen. Und zwar sehen Sie hier das Ganze in Jahren unten, zum Beispiel 8 Jahre, ich gehe mal hier ein bisschen hoch, hier wäre Kleinwuchs, da oben ist Hochwuchs und eine dicke Linie ist also hier, das entspricht dem Median. Das bedeutet, da steht 130 nach links, das heißt, für ein 8-jähriges Mädchen wäre 1,30 Meter, wäre der Median. Das heißt, in Ihrer Altersgruppe, es geht natürlich durch Schätzungen von ganz vielen, sind eben 50% größer und 50% kleiner. Sie sehen die Kurve ganz nach oben, da steht 97. Das heißt, das ist das 97%-Quantil. Wenn Sie da runtergehen und gehen zu 8, dann sind Sie da irgendwo bei 1,40. Das heißt, es sind nur 3% der Mädchen dieser Altersklasse größer als 1,40. So müssen wir das interpretieren. Das wäre auffällig groß. Wir sehen, dort gehen direkt Quantile, solche empirischen Quantile ein, bei solchen Somatogrammen. Nun, wenn Sie vielleicht später mal irgendwann mit einem Ihrer Kinder, sofern Sie welche haben sollten, zum Arzt gehen
Und er will Ihnen das dann erklären. Dann können Sie sagen, hat mir Henze schon erklärt. Brauchen Sie nicht, können wir abkürzen. So, jetzt kommt noch eine wichtige Bildung. Das sogenannte getrimmte oder gestutzte Mittel. Was ist damit gemeint? Also Folgendes noch vorab. Normalerweise mache ich, wenn es jetzt mathematisch etwas tiefsinniger wird, nach circa 45 Minuten eine 5-minütige Pause. Ich will das mal heute nicht machen, weil es heute so seicht ist. Das heißt, wir hören 5 Minuten vor 1 auf, dann kommen Sie eher in die Mensa oder sonst wohin. Machen wir das mal heute so. Aber ansonsten, da ja hier kein Tafelanschrieb stattfindet, ne, normalerweise erholt man sich ja vom Abschreiben. Gott sei Dank, erwischt die Tafel. Nun, Sie brauchen jetzt nicht schreiben, das heißt, Sie kriegen jetzt keine Sehenscheidenentzündung oder ähnliches, da können Sie sich entspannt zurücklehnen. Ne, aber ich möchte natürlich auch nicht mehr Stoff bringen. Das heißt, normalerweise mache ich dann nach 45 Minuten ungefähr, man muss dann passen, mache ich dann 5 Minuten Pause, nur dass Sie Bescheid wissen. Okay. Also, Sie sehen wieder die Gauss-Klammer. Sie haben ja ein Alpha, n mal Alpha. Und jetzt kommt folgende Bildung. Jetzt wird getrimmt. T steht für Trimmung. Die Idee ist ganz simpel. Sie nehmen die sortierte Stichprobe. Wir haben gesehen, das arithmetische Mittel nimmt alle Werte, summiert sie und teilt durch n. Empfindlich gegenüber Ausreißern. Der Median, der ignoriert alles am Ende. Der geht ganz in die Mitte der Stichprobe und nimmt entweder nur einen Wert oder das arithmetische Mittel der beiden mittelsten. Der ignoriert sozusagen weiter draußen liegende Information. So, das getrimmte Mittel versucht einen Kompromiss. Nun, die Botschaft ist die, ich schneide am einen Ende der Stichprobe vielleicht 10% ab, am anderen Ende nochmal 10% und mittle aber ganz normal mit dem arithmetischen Mittel die übrig gebliebenen 80%. Das ist jetzt die Verallgemeinerung. So, das bedeutet, Sie sehen, es wird nur noch durch n minus 2k geteilt. Und es wird nur noch summiert über diejenigen in der sortierten Stichprobe diese. So, das heißt, die ersten k, die kleinsten k, kommen nicht vor. Wir fangen erst bei k plus 1 kleinsten an, aufzusummieren. Und die größten k kommen auch nicht vor, denn wir hören schon beim n minus k größten auf oder kleinsten auf. Das heißt, wir haben insgesamt n minus 2k, die jetzt überbleiben, und durch die teilen wir. Und diese Bildung, ganz simpel, nennt sich, kurz auch so geschrieben, nennt sich Alpha-getrimmtes Mittel oder Alpha mal 100% getrimmtes Mittel von x1 bis xn. Manchmal sagt man auch gestutztes Mittel. Im Englischen trimmed mean, the Alpha-trimmed mean ist das, getrimmtes Mittel. Okay, also Bildung sollte klar sein. Das Ganze ist ein Kompromiss zwischen dem arithmetischen Mittel. Formal können Sie 0 setzen, dann lassen Sie Alpha gegen 0 gehen, dann bekommen Sie das arithmetische Mittel. Sie trimmen nicht. Wenn Sie natürlich Alpha gegen den größtmöglichen Wert gehen lassen, derart, dass der Nenner noch positiv bleibt, n minus 2k, kommen Sie automatisch zum Median. Wie ich eben sagte, der Median, je nachdem, ob die Sie eben eine gerade oder eine ungerade Anzahl haben, kommt er da wirklich zu einem Element noch, genau in der Mitte der Stichprobe, oder zu zweien, über die gemittelt wird. Das heißt, das andere Extrem ist der Median, der empirische. So. Das heißt, dieses getrimmte Mittel ignoriert je Alpha mal 100% der Daten in den Extremen der Stichprobe. Die werden nicht betrachtet. Vielleicht verliere ich Informationen, aber vielleicht habe ich bei 100 Werten erfahrungsgemäß bei der Datenübertragung 2, 3 Ausreißer. Also bilde ich vielleicht vorsichtig ein 5% getrimmtes Mittel. 5% links weg, 5% rechts weg. Das heißt, ich brauche mir vielleicht über Ausreißer relativ wenige Gedanken zu machen. Also flexibles Instrument gegenüber Ausreißern. So, jetzt komme ich zu Streuungsmaßen. Was assoziiert man mit Streuung? Naja, da sind eben viele Werte, die dann streuen. Der Mittelwert ist nur ein Wert, das ist der Schwerpunkt. Jetzt kommt ein zweiter Grundbegriff der Stochastik und manche, die lernen vielleicht nicht viel mehr als diese beiden Grundbegriffe und meinen, das wäre es schon gewesen. Da gibt es ein nettes Gedicht eines ehemaligen Pharmazieprozessors aus Professors aus Marburg, der das wohl aufgestellt hat, ist lange her, der ist schon lange tot. Ich versuche, dass ich das noch hinbekomme. Er ist frei nach Eugen Roth, wer ihn kennt, aber ist nur vom Stil her. Ein Mensch, der von Statistik hört, denkt dabei nur an Mittelwert.
Er glaubt nicht dran und ist dagegen. Ein Beispiel soll es gleich belegen. Ein Jäger auf der Entenjagd hat einen ersten Schuss gewagt. Der Schuss zu hastig aus dem Rohr liegt eine gute Handbreit vor. Die Ente bin ich. Eine gute Handbreit vor. Der zweite Schuss mit lautem Krach liegt eine gute Handbreit nach. Der Jäger spricht ganz unbeschwert, voll Glauben an den Mittelwert. Statistisch ist die Ente tot. Doch wäre er klug und nähme Schrot, diese kleinen Kügelchen, die vielen. Dies sei gesagt, ihn zu bekehren. Er würde seine Chancen mehren. Der Schuss geht ab, die Ente stürzt, weil Streuung ihr das Leben kürzt. Frei nach Eugen Roth. Also Streuung. Streuung kann manchmal sogar erwünscht sein. Normalerweise würde man sagen, nein, ich möchte nichts zerstreut. Am besten eben alles deterministisch. Aber das haut nicht hin. Ne, stellen Sie sich vor, einen deterministischen Aktienkurs. Es wäre sowas von uninteressant. Ne, die Menschen reagieren anders. Ne? Also stellen Sie sich vor, in klinischen Studien, wenn es wirklich darauf angeht, neue Medikamente zu entwickeln, die Menschen reagieren nicht gleich. Na, selbst wenn sie nach Männern und Frauen trennen, Altersgruppen bilden und irgendwelche anderen, ist immer noch eine Streuung da. Sie versuchen, Streuung klein zu halten. Na, aber das lässt sich eben nicht. Das heißt, man muss mit dieser Unsicherheit umgehen. Da steckt Unsicherheit drin und muss sozusagen das Beste daraus machen. Streuungsmaße. Was ist das? Sie sehen zwei Stichproben. Einmal 9, 10, 11 und einmal 0, 10, 20. Die haben den gleichen Mittelwert, nämlich 10. Aber die sind ganz unterschiedlich. Sie haben unterschiedliche Streuung. Wir sehen auf der X-Achse aufgetragen, die eine Stichprobe oben, Stabdiagramm, jeweils Höhe ein Drittel, von mir aus relative Häufigkeit. Und wie messen wir jetzt Streuung? Das heißt, es sind völlig unterschiedlich von der Art her. Und Streuung messen wir so, erstmal, was soll ein Streuungsmaß machen? Das Streuungsmaß soll translationsinvariant sein. Das heißt, es soll sich nicht ändern, wenn ich die Daten alle um den gleichen Wert verschiebe. Ganz egal, wie diese Translation aussieht. Unbeeinflusst sein. Eben hatten wir Äquivarianz. So, das bedeutet, wenn ich alle Daten verschiebe, ein Lagemaß soll sich mit verschieben. Jetzt Invarianz. So, das heißt, es soll gelten, naja, wenn ich alles, jeden Wert nehme, immer A addiere, soll das Gleiche rauskommen. Ganz egal, wie die Stichprobe aussieht und das A. Das ist ein Streuungsmaß. Natürlich soll sich ein Streuungsmaß ändern, wenn ich vielleicht jeden Wert multipliziere mit einem Faktor. Stellen Sie sich vor, Sie haben positive Werte und jeden multiplizieren Sie mit 10. Das Ganze sieht ganz anders aus auf der Achse. Da sollte ein Streuungsmaß natürlich sofort reagieren. Aber nicht bei Verschiebung. Okay? Das ist eigentlich trivial. Was sind die gebräuchlichsten Streuungsmaße? Empirische Varianz und die empirische Standardabweichung. Manchmal sagt man auch Stichprobenvarianz oder Stichprobenstandardabweichung. Also Sie haben so eine Stichprobe. Was ist jetzt die empirische Varianz? Das hier, empirische Varianz oder Stichprobenvarianz. Was hier auffällt, ist erstmal Folgendes. Sie bilden also offenbar xn quer. Sie müssen erst den Schwerpunkt der Daten haben, xn quer. Dann nehmen Sie jede Beobachtung xi und bilden die quadrierte Differenz zum Schwerpunkt. Damit bekommen Sie nur nicht negative Werte. Die werden aufsummiert und komischerweise teilen Sie jetzt durch n minus 1 und nicht durch n. Das ist überraschend. So, warum? Jetzt kommt was ganz Interessantes. Das ist die übliche Bildung. Also so heißt das. Nach Teilen durch n minus 1. Ich könnte auch durch n teilen. Ich könnte Ihnen mathematische Optimalitätsgesichtspunkte nennen, immer andere. Einmal habe ich eine Optimalität, wenn ich durch n minus 1 teile, dann ist das unter gewissen Voraussetzungen ein sogenannter erwartungstreuer Schätzer einer zugrunde liegenden theoretischen Varianz. Ich könnte durch n teilen. Wenn ich durch n teile, ist es auch optimal in folgendem Sinne, wenn die Daten, wenn da ein Mechanismus hintersteckt, der Normalverteilung heißt, der sie erzeugt, dann ist das der sogenannte Maximum-Likelihood-Schätzer. Werden wir später kennenlernen.
Ich könnte auch durch n plus 1 teilen und könnte Ihnen das als optimal verkaufen, wenn ich ein ganz bestimmtes Kriterium anlege. Also ich nehme einen Vorfaktor c vor der Summe und dann wird c sozusagen, habe ich eine Funktion und optimal wird das Ganze, wenn ich c gleich 1 durch n plus 1 nehme. Ich könnte Ihnen sogar n minus 5 Drittel als optimal verkaufen, wieder unter der Normalverteilung, unter einem gewissen Gesichtspunkt. Das bedeutet, ich möchte Sie aber nicht zu sehr verwirren. Bei großem n ist das ziemlich egal, ob Sie durch n minus 1 durch n oder durch n plus 1 oder durch n minus 5 Drittel teilen. Ein Professor der Physik hat mal seinen Studierenden das so erklärt, die Physiker müssen immer Anfängerpraktikum machen. Das heißt, die versuchen dann physikalische Größen wiederholt zu messen und dann durch Mittelung immer näher ranzukommen an den wahren Wert. Dann sagt er ihnen, naja, wisst ihr, warum wir durch n minus 1 teilen und nicht durch n? Nee, ganz einfach. Damit ihr Heinis nicht vergesst, mindestens zwei Messungen zu machen. Denn sonst würdet das merken. N muss größer gleich 2 sein. So einfach. Okay, also das heißt so. So, was ist das Sn? Das ist die positive Wurzel aus Sn-Quadrat. Also das nennt man die empirische Standardabweichung. Auch wieder dieser Stichproben-Standardabweichung. Das sind die beiden Begriffe hier. Man sieht sofort, die beiden sind translationsinvariant. Denn sie bilden immer xi minus x quer. Bei Verschieben aller Daten um a würden sie zu xi a addieren, aber zu x quer wird auch a addiert und bei der Differenzbildung hebt sich das weg. Das heißt, beide Maße sind translationsinvariant. Natürlich sieht man sofort, was passiert, wenn ich jedes xj mit dem Wert a multipliziere. Xn quer multipliziert sich auch mit a. Sie können a rausziehen, da steht ein Quadrat. Das heißt, bei der Varianz müssen Sie a Quadrat rausziehen. Oh, da tut sich wirklich was. Und bei der positiven Wurzel müssen Sie dann aus a Quadrat müssen Sie die positive Wurzel nehmen und das ist a Betrag. A könnte theoretisch negativ sein. Das heißt, Sie sehen, so verhalten sich diese beiden Maße unter Multiplikationen der Daten mit einem ganz bestimmten Wert. Ich zeige das gleich nochmal. Also das war schon eben die Begründung. Beides ist möglich. Es gibt jeweils Optimalitätsgesichtspunkte. Das machen wir später, wenn wir Schätzungen machen. Wir machen später noch induktive Statistik. Da kommt das vor. Alternative Darstellung, wenn Sie das Quadrat dort ausrechnen nach der binomischen Formel, dann erhalten Sie diese Darstellung. Die ist manchmal vielleicht schöner zum Rechnen. Rechnen Sie das aus. Es ist wirklich nur die binomische Formel angewandt. Keine Hexerei. Natürlich, beide Maße sind empfindlich gegenüber Ausreißern. Xn quer war das schon. Jetzt quadrieren Sie Differenzen, stellen sich vor, 1xi, Faktor 10, völlig falsch abgelesen, Nachkommafehler. Ich war übrigens ein Opfer eines Nachkommafehlers. Ich bin in den 50er Jahren groß geworden, musste immer alles essen, was auf den Tisch kam. Und es kam oft Spinat auf den Tisch. Und es war wirklich so, Spinat sollte unheimlich viel, ich weiß nicht mehr was, enthalten, aber es war einfach ein Kommafehler. Das hat sich später dann rausgestellt. Also ich war ein Opfer. Ich war auch ein Opfer von Lebertran. Also es gab so Sachen. Also Sie sehen hier ein didaktisches Element. Didaktisches Element heißt, ich kann ja, schreibe ja nichts an die Tafel. Sie sollen sich jetzt an was erinnern, was wir jetzt brauchen auf der Folie. Kommt öfter vor. Meistens poppen diese Dinger oben auf. Okay, beachte. Das ist immer rot. Also rot ist die Warnfarbe. Wenn Sie alle Daten mit a multiplizieren, dann haben wir eben schon gesehen, dann kommt a Quadrat raus. Die Varianz ist ein quadratisches Streuungsmaß. Bei der Standardabweichung muss ich ja die positive Wurzel ziehen und deshalb haben Sie dann a Betrag. Eine positive Wurzel aus a Quadrat ist a Betrag. Weitere Streuungsmaße möchte ich Ihnen noch angeben. Das ist einmal diese Bildung. Jetzt nehmen Sie die xj, vergleichen das mit xn quer und nehmen aber jetzt die Summe der Abstände, nicht der Quadrate. Auch das ist ein Streuungsmaß durch die Differenzbildung. Verschiebungen der Daten um irgendeinen Wert gehen hier nicht ein. Das ist ein Streuungsmaß. Das nennt sich die mittlere absolute Abweichung. Eine weitere Bildung, Sie nehmen dort die sogenannte Stichprobenspannweite, größter minus kleinster Wert, auch das ist ein Streuungsmaß. Aber Vorsicht, sehr ausreißerempfindlich. Meistens sind die Ausreißer ganz am Ende, Minimum oder Maximum. Vorsicht. Ein weiteres Interessantes ist das obere Quartil minus unteres, das nennt sich Quartilsabstand. Das heißt,
In diesem Intervall vom unteren bis zum oberen Quartil liegen die mittleren 50% der Daten. Links 25%, dann das untere, dann das obere Quartil, hier sind 50% drin. Wo immer der Median liegt, der muss nicht in der Mitte liegen. Irgendwo liegt der Median. Und dann haben Sie vom oberen Quartil nach oben noch 25%. Auch ein Streuungsmaß. Ein weiteres. Das ist eine interessante Bildung, nennt sich Medianabweichung. Hier rechnen Sie zuerst den Median der Daten aus. Das ist das Erste. Das ist dieses x ein halb. Dann nehmen Sie von jedem xi die absolute Abweichung zu diesem Median, den Sie ausgerechnet haben. Jetzt bekommen Sie nicht negative Werte. Die sortieren Sie wieder alle der Größe nach und von denen nehmen Sie wieder einen Median. Sie sehen wieder durch die Differenzbildung, das ist ein Streuungsmaß, ein sehr robustes Streuungsmaß. Interessante Bildung, muss man erstmal drauf kommen. Es gibt dicke Bücher über robuste Statistik. Das ist so, hat begonnen in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts. Da entstand so langsam die robuste Statistik. Also gerade Quartilsabstand, Medianabweichung sind robust gegenüber solchen Ausreißern, ohne dass ich das jetzt in irgendeiner Weise mathematisch näher definieren möchte. Okay. Der Boxplot, das ist was Interessantes. Sehen Sie oft schon in Tageszeitungen oder in besseren Wochenmagazinen. Der Zweck ist ein schneller visueller Vergleich verschiedener Stichproben. Was wird da gemacht? Es wird eine Box gebildet, eine Schachtel vom unteren zum oberen Quartil. Dann wird die beim Median unterteilt durch einen Strich oder durch eine Einkerbung. Dann bildet man Stäbe bis zur größten Beobachtung, die kleiner gleich dem oberen Quartil ist, plus das anderthalbfache des Quartilsabstandes. Also Sie sehen, ich versuche immer etwas anders zu lesen, als es da steht. Genauso, man nennt das die größte normale Beobachtung. Dann wird ein Stab gebildet nach unten zur kleinsten Beobachtung, die mindestens gleich dem unteren Quartil ist, minus das anderthalbfache des Quartilsabstandes. Dann ergeben sich vielleicht noch ganz extreme Beobachtungen, die werden speziell gekennzeichnet. Also das ist hier die Box. Sie sehen, das ist das untere Quartil. Und das ist das obere Quartil. Wo der Strich ist, ist der Median. Das ist erstmal die Box. Jetzt wissen Sie, Sie können natürlich jetzt irgendwo links haben Sie vielleicht eine Einteilung, dass Sie sehen, wie der Maßstab ist. Auf jeden Fall haben Sie hier schon 50% der Daten drin. So, jetzt, das ist der Median. Das ist der Quartilsabstand. So, jetzt haben wir einmal nach unten, das ist der Stab. Das ist hier die kleinste normale Beobachtung in dem Sinn. Die liegt da. So, und das wäre die größte normale Beobachtung, wie sie oben definiert ist, die ist da, das sind die Stäbe. Und jetzt kommen noch eventuell extreme Beobachtungen, die noch drunter fallen, die werden meistens einzeln aufgeführt. Das wären extrem kleine Beobachtungen und da, das wären extreme große Beobachtungen. Also das wäre sozusagen so ein typischer Boxplot. Okay? Wer Interesse hat, dem kann ich mal gerne, vielleicht von so einer Folie, den LaTeX-Quellcode zuschicken. Ich könnte ihn auch mal einstellen, dass Sie sehen, wie sowas programmiert wird. Die Folien müssen programmiert werden. Das ist jetzt, wenn Sie das Wort PowerPoint mir gegenüber in den Mund nehmen, dann empfinde ich das als persönliche Beleidigung. Das ist ein mathematisches Textverarbeitungssystem, das heißt LaTeX. Kennen Sie vielleicht schon oder werden Sie kennenlernen, spätestens bei der Bachelorarbeit oder bei irgendwelchen anderen. Und das hat natürlich verschiedene Möglichkeiten, sage ich mal, und ich habe Ihnen schon gesagt in meinem Willkommensgruß, der wichtigste Befehl ist hier der Pausebefehl. Es gibt aber noch andere Befehle, die auch Pausen einfügen. Man muss sich nur Gedanken machen, wo sind die Pausen? Muss ich mir vorher überlegen. Lieber eine Pause zu viel als eine zu wenig. Beispiel. 100 Studierende am KIT, da wurde jeweils unter anderem der Cadmiumgehalt im Blut festgestellt. So, ich zeige Ihnen mal die beiden Boxplots. Der eine Boxplot ist, und zwar ist das, glaube ich, hier, ich weiß nicht was, werden wir gleich sehen, der Maßstab oben, also links. Der eine Boxplot ist für Raucher und der andere für Nichtraucher. Cadmiumgehalt. So, man weiß vielleicht, also wer raucht, der nimmt alles Mögliche in sich auf, offenbar auch Cadmium. Denn es sieht also so aus, das sind Mikrogramm pro Liter. Und das bei Nichtrauchern, die sind links, wir sehen relativ kleine Werte im Vergleich zu den anderen. Auch keine Ausreißer nach oben, große, wirklich also anormale Beobachtungen, recht kompakt.
und die Raucher haben sie rechts. So etwas finden Sie also immer häufiger heute auch in Zeitungen schon, solche Boxplots. Das heißt, man hat einen groben visuellen Vergleich von verschiedenen Stichproben. Hier liest man einfach gewisse Kenngrößen ab, insbesondere Median, oberes, unteres Quartil. Okay. So, ich möchte jetzt noch kurz eingehen auf sogenannte, auf zweidimensionale Daten, Streudiagramm und empirische Regressionsgrade. Was ist damit gemeint? Streudiagramm heißt dann im Englischen ein Scatterplot, streut was. Man plottet Punkte, Paare in der Ebene. Im einfachsten Fall hat man Folgendes gemacht: an Beobachtungseinheiten die Werte zweier Merkmale festgestellt, zum Beispiel Größe und Gewicht. Eine Beobachtungseinheit bekommt dann einen Punkt in der Ebene. Man könnte das runterprojizieren auf die X-Achse, hätte man nur das eine Merkmal, oder rüber auf die Y-Achse nur das andere Merkmal. Aber jetzt will man versuchen, statistische Zusammenhänge zwischen Merkmalen festzustellen. Man kann sich schon vorstellen, im Mittel sind größere auch schwerer. Aber es gibt auch große, dünne und kleine, dicke. Das ist nur im Mittel. Also sowas zum Beispiel. Hier sehen Sie zwei Merkmale, was immer das jetzt ist. Man erkennt so eine Art fallenden Trend. Wenn das eine Merkmal, was auf der X-Achse aufgetan wird, zunimmt, in der Tendenz nimmt das andere ab. Aber nur in der Tendenz, im Mittel. So, zweiter Plot. Hier sieht es gerade andersrum aus, aber das ist noch schwächer ausgeprägt. Also irgendwie hat man dort links noch einen stärkeren Zusammenhang, vielleicht in Form eines affinen oder linearen Zusammenhangs zwischen diesen beiden Merkmalen. Und beim rechten Scatterplot ist das schwächer ausgeprägt. Und trotzdem hat man schon das Gefühl, irgendwie hängt das noch ein bisschen miteinander zusammen. So, die Frage ist, gibt es irgendein Maß, was ich ausrechnen kann anhand der Punktepaare, was die Stärke so eines Zusammenhangs, und zwar eines linearen Zusammenhangs, genauer müsste ich sagen affiner Zusammenhang, werden Sie gleich sehen, beschreibt. Das ist ja das Ziel. Das führt auf den Begriff des Korrelationskoeffizienten, den wir später auch theoretisch kennenlernen. So, hier bilde ich einmal, Sie sehen, ich schreibe nur noch kurz x quer, das arithmetische Mittel der xj und das arithmetische Mittel der yj. Aber ich brauche noch eine Größe, die auch die xj und die yj zusammenbringt. Denn dies könnte ich ja ausrechnen, wenn ich nur die xj hätte auf der x-Achse und nur die yj auf der y-Achse. Da brauche ich sozusagen nicht dieses Bild oder die Punkte als solche. So, was macht man da? Man bildet einmal natürlich noch, bevor ich zu dem Zusammenhang komme, Sie sehen ein SXX, das ist genauso wie die Stichprobenvarianz, nur hier teile ich durch N. Sie werden gleich sehen, dass ich auch durch N-1 teilen könnte, dann müsste ich aber andere Größen auch durch N-1 teilen. Genauso für die Ys. Sie sehen, es wird durch N geteilt. Und jetzt kommt die Größe, die ich meinte, hier. Sehen Sie sich das an, hier haben Sie insbesondere das Produkt XJ mal Y dort. Hier haben Sie sozusagen wirklich das Paar, was eingeht. Nimm mal die Größe SXY. Und jetzt kommt ein RN, sage ich mal kurz. Sie teilen dieses SXY durch die Wurzel aus SXX mal SYY. Und jetzt sehen Sie, hier steht dann 1 durch N und 1 durch N, hier vor. Das heißt, mit der Wurzel würde ich ein 1 durch N rausziehen können im Nenner. Hier steht auch ein 1 durch N, das steht hier. Das würde sich total wegkürzen. Ich könnte also vor den Summen das 1 durch N weglassen und würde für das Gleiche rauskommen. So, diese Größe, die dann ausgeschrieben das ist, hier sieht man es nochmal deutlich, dass ich auch das 1 durch N überall weglassen könnte. Oder ich könnte überall durch 1 minus N teilen. Durch N minus 1 meine ich. Käme das Gleiche raus. Ne? Gut, das heißt empirischer Korrelationskoeffizient dieser Punktepaare. Wenn Sie mal kennengelernt haben in den Grundvorlesungen die Cauchy-Schwarzsche Ungleichung für Summen, dann haben Sie sowas kennengelernt wie Summe UJ mal VJ in Klammern zum Quadrat ist kleiner oder gleich Summe UJ Quadrat mal Summe VJ Quadrat. Wenn Sie das hier anwenden, dann sehen Sie, dass Rn kann nur zwischen minus 1 und plus 1 liegen. Das Quadrat von Rn ist kleiner gleich 1. Das liegt an der Cauchy-Schwarzschen Ungleichung. Nur das kann rauskommen. Eine Minute, kurz überlegen, werden Sie das feststellen. So, hier, das Rn für diese Punkthaufen da oben, sehen Sie, ist minus 0,782. Minus 1 genau, wäre genau dann, wenn die Punkte alle auf einer Geraden liegen würde, die eine negative Steigung hat, also fallt, eine fallende Gerade. Und hier
haben Sie was Positives, 0,466. Hier wäre es plus 1, wenn die Punkte alle auf einer Geraden liegen würden mit einer positiven Steigung. Sie sehen, der positive Trend ist schwächer ausgeprägt als der negative Trend. Also links ist es näher an minus 1 als rechts an plus 1. Das ist das, was ich eben auch sagte. Okay. Ja? Bitte? Nein, es ist keine Ursprungsrate. Also das kann ganz, ganz allgemein sein. Also das ist jetzt vielleicht aufgrund der Plots so. Also Sie werden sehen, nein, das Problem, ich stelle gleich die Optimalitätsaufgabe, auf die dann der Korrelationskoeffizient ist dann Teil der Lösung. Nein, das muss keine Ursprungsrate sein. Das ist leider jetzt, ich habe sozusagen vergessen zu verschieben. Also sehen, didaktisch ist es ein Fauxpas. Ich bedanke mich. Didaktisch ist insofern ein Fauxpas, weil ich sozusagen nicht den allgemeinen Fall angedeutet habe. Genauso wäre es ein didaktischer Fauxpas, wenn der Lehrer sozusagen ein allgemeines Dreieck meint und ein rechtwinkliges anmalt. Das darf man nicht machen. Insofern ist die Frage völlig berechtigt und ich kann nur sagen, mea culpa. Also Sie. Okay, also, was steckt dahinter? Letzte Folie für heute. Die Methode der kleinsten Quadrate. Die wurde von Carl Friedrich Gauss, einem der größten Mathematiker aller Zeiten, verwendet, um dem Planetoiden Ceres, der in der Silvesternacht von 1800 auf 1801 entdeckt wurde, nicht von ihm, wieder zu entdecken. Nämlich, er wurde entdeckt, aber danach war 14 Tage der Himmel so bewölkt, dass keine Daten mehr da waren. Aber Gauss hatte die Bahndaten nicht nur von dem Tag, sondern noch von Tagen davor. Und dann hat er nach der Methode der kleinsten Quadrate gesagt, heute Abend wird es klar und Planetoid Ceres steht da. Und er stand auch da. Das heißt, er hat die Methode angewandt, um eine Vorhersage zu machen über eine Ausgleichsrechnung und er hatte recht. So, was ist die Methode der kleinsten Quadrate? Sie haben ein Koordinatensystem. Sie haben hier mal eine allgemeine Gerade, sagen wir y gleich a plus bx. Jetzt sehen Sie keine Ursprungsgerade. Okay, ich bin halb rehabilitiert. Hier haben Sie jetzt einige Punkte. So, da vielleicht noch ein Punkt. So, die Aufgabe ist, legen Sie möglichst gut eine Gerade durch die Punkte. Ich kann sagen, blöde Aufgabe. Entweder die Punkte liegen schon alle auf einer Geraden, dann brauchen Sie mich nicht. Dann können Sie das selbst. So, wenn die Punkte nicht alle auf einer Geraden liegen, was soll ich machen? Also Sie müssen das schon präzisieren. So, jetzt kommt die Präzision. Wie will ich die Gerade finden? Und die Gerade, sehen Sie, das ist allgemein xj, das ist yj. So, zu dem xj habe ich diese Höhe a plus bxj, wenn das die Gerade ist mit dieser Gleichung. Jetzt haben Sie die Differenz yj minus a plus bxj in Klammern und Sie haben hier ein Quadrat, Quadratfläche. Das können Sie zu jedem einzelnen Punkt machen, diese Quadratfläche. Und die Summe dieser Quadratflächen minimieren ist nichts anderes als diese Aufgabe. Summe yj minus a minus bxj in Klammern zum Quadrat, minimal über a und b, das können Sie mit Mitteln der Analysis 2 lösen. Ne, zwei Unbekannte, man kann es noch eleganter machen, das machen wir später in der Theorie. Wir nähern uns dem Problem noch anders. So, die optimale Gerade nennt man empirische Regressionsgrade von y auf x. Also das ist hier die Terminologie. Und es gilt, die Steigung B Stern, das sind genau zwei der Größen, die wir eben hatten, SYX durch SXX. Und das A Stern ergibt sich als Y quer minus B Stern mal X quer. So ergibt sich dann das A, wenn man das optimale B hat. Und später, ich glaube, das war jetzt auch schon, genau, das ist also Schluss für heute. Ich denke, ich habe einigermaßen die Zeit eingehalten. Ich bedanke mich. Es wird anders werden, das verspreche ich, aber vielleicht war diese Einstiegsstunde mal gar nicht so schlecht. Dankeschön.